Warum zählst du am besten nochmal auf YouTube-Kanal auf YouTube? Ja, genau. Ja, welche YouTuber das jetzt wohl waren, das ist ja mega schwer. Ein kleiner Hinweis, uns ist heute nämlich was ziemlich Cooles passiert. Ja, das war übel krass. Ja, krass. Tobi ist Top-Comment und ApeCrime hat geantwortet. Best day ever. Okay, ja, moin liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Challenge-Video mit dem nervigsten Bruder Deutschlands. Also mit mir. Heute haben wir eine Snapchat-Challenge für euch. Ihr habt das alle mitbekommen, zumindest die allertreuesten von euch. Wir hatten euch das aufgefordert, mir auf meinen Snapchat-Account MrTrix XL lustige Snaps zu schicken, bei denen Tobi und ich versuchen müssen, nicht darüber zu lachen. Wir werden uns die jetzt angucken und gegeneinander uns battlen. Und wer als erstes lacht, verliert und kriegt einen Strafpunkt. Und wer als erstes 5 Strafpunkte hat, der stirbt und muss eine Bestrafung machen. Und die Bestrafung ist diesmal... Soll ich sagen? Ja, das ist hey, der Gegenspieler, also der, der gewonnen hat, der darf bei dem anderen auf der tollen Plattform Instagram etwas posten. Ja. Ende. Leute, ich muss euch was gestehen. Ich will gar nicht groß drum herumreden. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich trag jetzt einen Hut. Jo, liebe Freunde, dann starten wir mal hier die zweite Kamera. Nicht, dass ihr euch wundert, was sie... Ah, Savannah, so warte, jetzt hingehen. Hinjama, hinjama. Ah, Savannah. Ah, Savannah. Nein, diese Kamera hier erfüllt den Swag, dass wir damit das Handy filmen, weil ich keinen Handy-Bildschirm-Recorder-App habe. Deswegen, da könnt ihr auch die Snaps sehen und mitlachen. Die Regeln sind, man darf grinsen, man darf lächeln, aber man darf nicht lachen. Und was ein Lachen ist, das definieren wir gleich. Ja, okay, das werden wir sehen. Okay? Ja, dann möge die Challenge beginnen. Ne? Hier einmal so krasse Animationen, so Bruder gegen Bruder, so. Tobi, hast du dich heute schon rasiert? Nein, wieso? Das ist gut, denn das werde ich jetzt übernehmen. Ja! Okay. Okay, Cyan. Wieso fand ich das denn witzig? Oh Mann! Ich dachte jetzt erst, der Pinkel da auf die Cardboard. So how to basic, ne? Ich hab echt gedacht, es kommt so gleich so was. Okay, ein Strafpunkt für mich. Oh, Merle, dann gucken wir mal, was Merle hier. Und nun sehen Sie einen Welcher in freier Wildbahn. Das war ein Kumpel von uns. Also. Nicht wundern. Hi, Welcher. Hi. Hi. Schneidet sich auf Stock. Stein. Ja, zweiter Strafpunkt für mich. Mr. Schnüffler, das ist Farbenschnüffler. Ich muss was? Ich hab gerade Text geschrieben. Dude. Kuh und Anzug gleich behindert. Der Blick am Ende so. Ja. Dino TV. Ja, so kommt es immer, wenn ich ein Frag Mr. Trix XL schaue. Soweit so gut, soweit so gut. Das war richtig schwer. Das war schwer. Das war Sarah, ah, da habe ich mich schon drauf gefreut. Die hat mir auch noch geschrieben, das wird so lustig. Schoggi-Fresse. Das ist richtig schwer gerade. Das war hart. Ja, wahrscheinlich. Kimi, please. Ey, das bin ja ich. Ich habe mich erstmal selber nicht erkannt. Laura. Eine ganze Minute. Mister. Trix. XL. Herzchen. Ja, Punkt für mich. Als ob dich das so gekillt hat. Sau stark. Danke, ja. Laura, dass du Tobi gekillt hast damit gerade. Ich komme von den oben. Er kommt von den Hände weg. Er kommt.
Alter, wie ihr sprecht, es ist unglaublich. Hä, ab wann ist denn in der Schweiz Rauchen bitte? Wie alt war der? 12, 13, der sich da die Zigarette gedreht hat? Leute, nehmt euch das nicht als Vorbild, auf keinen Fall. Rauchen ist ganz, ganz schädlich für euch. War das ein Lachen? Das war knapp. Ach, das ist das vorher im Prinzip, ne? Mann, warum lachst du denn nicht? Ich brauch Punkte. Ich bin abgehärtet. Alicia. Hä? Tobi hat über den Snap gelacht! Ja. Punkt für mich! So, Finfax TV. Zero Death. Finfax TV Doppel VIP war das gerade. Paul. Die Flasche. Mein Name ist Paul und das ist Jackass. Ja, Punktfehler. Alter, wie krank seid ihr denn? Okay, danke, Paul. Du hast mir noch einen Punkt verschafft. Ich stehe schon 3-2, also für 3-2 für mich im Positiven, ne? Ja. Krass, ja, wir spielen bis 5, aber... Selina. Ah, das ist so süß. Ja, der erkennt das scheinbar. Das ist ja mega stark. Achso, das Augenbrauen hochziehen, damit die Tränen da rauskommen. Was? Wie kreativ das einfach ist. Als ob das funktioniert. Wie schlau ist Snapchat bitte? Beziehungsweise wie dumm. Liesel. War das Rihanna? Wahrscheinlich. Ba, 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 ba. Mhm. Sweet. Grüße gehen raus an Mr. TrixXL. Grüße aus der Schweiz. Cooler Typ, ey. Ja, Hammer, ne? David. Wieso hast du mich nicht gegrüßt? Ja! Der Typ ist das, ne? Tobi, genau so warst du in dem Alter. Genau so warst du. Stimmt nicht. Mega. Ist ja nicht so. Liam. Ich tue dir jetzt Geld rein. Jetzt wird es verschwinden. Ist leer. Magic. Digga, hast du Aggressionsproblem. Ich muss echt sagen, wenn man jetzt nicht schon 200 solcher Grimassen gesehen hätte, dann hast du dich gerade bei der Kamera entschuldigt. Also wenn ich die jetzt nicht schon gesehen hätte, hätte ich jetzt mega losgebrüllt bei den ganzen Grimassen. Ja, man hat einfach so. Ja, Tobias. Nein, das kannst du nicht gewesen sein. Das waren sein. Alle Snaps. Nein. Das nicht. Waren alle Snaps. Und es steht 3-2 für mich. Ich glaube, hat der da gerade einen Snap auf dem Klo gemacht. Leute, das muss ich echt mal hier an dieser Stelle anmerken. Okay. Ich sehe das, wenn ihr mir Snaps schickt und ich sehe im Hintergrund die Fliesen und die Klospülung, dann weiß man, dass ihr gerade am Kacken seid, wenn ihr mir diesen Snap schickt, ne? Ja, Leute. Das ich hab nicht verloren. Eigentlich ja von unspektakulär, weil Tobi nicht so viele Insta-Follower hat. Also Leute, ihr müsst unbedingt Tobi auf Instagram folgen, denn da werde ich, sobald diese Folge online ist, ein sehr witziges Bild posten, das vielleicht peinlich sein könnte von Tobi. Das darf ich machen, ne? Das darf peinlich sein. Von mir auch noch. Ja, von dir natürlich. Also irgend so ein Bild ich kann ein Kindheit Kindheitsfoto von dir, wo du sie in der Nase bossst oder so, das darf ich da hochladen. Wow, habe ich mich etwas eingelassen. Liebe Menschen, Moment, ich muss meinen Siegeshut aufsetzen. Was ist los? Du gewinnst jetzt halt so oft. Ich verliere die ganze Zeit. Das jahrelange Training hat sich endlich ausgezahlt. Was für jahrelanges Training? Jahrelang habe ich... Auf jeden Fall habe ich diese heutige Challenge gewonnen! Woo! Also alle in die Kommentare, Team Mr. TrixXL schreiben, Hashtag Team Mr. TrixXL, weil ihr habt ja eh von Anfang an mich geklappt. Das heißt, ihr mobbt mich jetzt alle? Ihr mobbt mich, ihr mobbt alle Tobi jetzt. Und abonniert mich Ibiza, nee, du mobbst mich eigentlich nicht. Nein, du mobbst mich eigentlich nicht mehr. Dankeschön fürs Anschauen dieser Challenge heute. Abonniert auf jeden Fall Tobis Kanal, da machen wir auch öfter mal, ah, mein Siegeshut ist wieder frei. Da machen wir öfter mal, du bist jetzt Detektiv Tobi an Tobi. Auf Tobis Kanal gibt es ganz viele Let's Plays, die er da macht. Und das war richtig witzige und es kommt jetzt wieder regelmäßig, ich bin
mit Abi fast durch und dann kommt richtig oft was und ich bin auch öfter mal auf Tobis Channel mit vertreten bei lustigen Let's Plays oder sowas oder Challenges. Auf jeden Fall, liebe Freunde, Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es uns ja wissen lassen, indem ihr uns... Great. Einen Daumen nach oben gebt, wenn nicht, dann eben nicht. Und ihr könnt natürlich dafür wieder den Hut bekommen, ne? Nein, den Hut verlose ich nicht. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Challenge gefallen. Ihr könnt uns ja unten in die Kommentare schreiben, ob es der Fall ist und ob ihr weitere Challenges sehen wollt. Und falls ja, schreibt uns gerne Vorschläge für neue Challenges. Richtig, ich fand das richtig witzig. Ja. Wenn ihr aber sonst andere coole Ideen habt, jetzt nicht unbedingt diese eklige Smoothie-Challenge da, sowas, das hat einfach jeder schon gemacht. Ja. Und das ist halt was wirklich, Kreativeres. Ja, irgendwas, wo ist, was noch keiner gemacht hat. So, ja. Das könnt ihr uns gerne wissen lassen in den Kommentaren. Denkt euch irgendwas aus, das wäre richtig cool. Ah. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und ansonsten, wenn ihr eines der letzten Videos anschauen wollt, könnt ihr euch auf diese Endcard links von uns reinklicken für mein letztes Video. Das war ein cooler Zaubertrick. Und unten links von uns könnt ihr euch sonst reinklicken für das letzte Challenge-Video, das mit Tobi abging. Das war in dem Fall eine Folge Battle of the Bros. Übrigens, alle fragen mich, Matti, wann prankst du endlich Tobi, was die Bestrafung angeht? Ich sag mal, gute Dinge brauchen Zeit, ne? Ich bin da gerade dabei, ein Konzept aufzustellen. Ich habe einen sehr, sehr, sehr coolen Prank mir jetzt ausgedacht, weil ich will nicht einfach irgendeinen Prank machen, den so tausendmal gibt auf YouTube, so, keine Ahnung, rasier schon auf die. Also willst du schon was niveauvoller? Ich habe mir einen Prank ausgedacht, der ganz spezifisch auf uns beide zugeschnitten ist und der Tobi richtig, richtig nerven wird. Ach so, ich dachte, traumatisieren wird, okay. Ja, das auch. Das wird ja sehr viel Adrenalin verschaffen. Ja! Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Irgendwas mit Höhe wahrscheinlich. Nichts mit Höhe. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eure Mr. Tricks und Sir Tobi. Tobis Kanal auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt, hasta la vista. Nice, dann sind wir ja endlich fertig mit diesem Video. Ja. Challenge. Wer es als erstes schafft, den Hut so vor sich halten und dann so werfen, dass er auf den Kopf landet, okay? Ja, ich dachte, das ist jetzt. Ja, bei dir ist es ja einfacher, weil der Hut ja größer ist. Auf die Plätze. Fertig. Ach so. Los. Ha? Toll, das ist jetzt ja schon die Challenge für die nächste Wettlaufe. Nein. Das war so. Ah, das war auch mega knapp bei mir gerade. Also das ist ja bei dir sehr. Nein! Das ist ja der war schon drauf und. Nein! Nein, das Mikrofon. Egal. Egal. Ja, hab's geschafft. Hast du. Nee, ach, hast du wirklich. Ja. Leute, bis dahin. Tschüss. Ah, es hat kurz gehalten. Ja, wir haben einfach alles ab. Bist du komplett daneben? Ja, ja. Ja.